So, jetzt kann es weitergehen mit New Super Mario Bros. 2. Ach. Eine Tonne Münze. Ja, toll. Ich mache eine Feuerblume. Aber im Inventar habe ich schon eine Feuerblume. Den Cooper hätte man für die Starcoin nehmen können. Nicht, mach's lieber nicht. Das war eigentlich nicht geplant. Alter. Na, jetzt könnte ich aber auch die letzte Starcoin holen. Ja, ein zweites Mal ist man meistens immer schlauer. So, mit O. Ja. Grad so noch. Grad so. Ich geh mal ins Tauterhaus rein. Blatt und die Feuerblume.
wirklich die erste Starcoin. Aber anscheinend ja. Tja. What the fuck? Aha, New Super Mario Bros. 2 taucht wieder das Tatanuki-Blatt auf. What the fuck, wie groß ist diese Knochen-Piranha-Pflanze? Zumindest glaube ich, dass sie so heißen. Ach du heilige Scheiße! Fuck. Die war aber mega groß, diese Knochen-Piranha-Pflanze. Stern. So kann man sich das Leben natürlich etwas einfacher machen. Ach, wie lange ist diese Burg noch? Ja, die Kämpfe werden etwas schwieriger, aber auch nur etwas. Aber viel sollte man schon erwarten, dass die Kämpfe schwieriger werden, finde ich. Dafür braucht man also den Koopa, um an dieses Starcoin ranzukommen. Okay. Schade, dass es nicht den Panzer hier gibt. In New Super Mario Bros. Für den DS gab es nämlich noch ein Item, was ein Panzer ist, halt. Eigentlich ziemlich praktisch. Warte. Mario. Skiller. Ja klar.
Ich hab doch auf B gehämmert. Denn auf B springt man. Ach du heilige Scheiße. Ich möchte noch ein bisschen den Level erkunden. Da war nämlich noch was. Gerade so. Beinahe hätte mich die Piranha-Pflanze berührt. Hey, die habe ich doch schon gekillt. Naja, egal. Dann kriege ich die halt nochmal. Typisch Unkraut. Unkraut kriegen wir nie wieder los. Wusste doch, dass da noch eine Starcoin ist. Aber das ist die letzte Starcoin. Eine Starcoin habe ich übersehen. Wie scheint. Naja, egal. Scheiß auf. Man sollte auch nicht so geldgeil sein. Hier ist die Goldblume. Ob das ein unsichtbarer Block ist, wusste ich nicht. Wirklich, seit dem Spiel, das besitze, wusste ich nicht, dass da ein unsichtbarer Block ist. Gerade rechtzeitig. Klar, wie soll man bitte schön an die Starcoin jetzt rankommen? So. Dafür muss ich leider meinen Stern opfern. Fischgesicht. Stern, 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 komm her. Sternchen.
Wie ist Mario schon ein bisschen ein Massenmörder? So viele Gumbas oder Fische, wie er umbringt. Ist Mario fast schon ein Massenmörder. Ah, naja, es ist ein Kinderspiel. Oh, anscheinend. Naja, da wollte ich jetzt nicht rein in die Röhre. Aber anscheinend kämpfen wir auch noch in diesem Park gegen Morten. Super. Nein! Mensch. Obwohl, wenn ich Glück habe. Ja. Wir müssen bloß nicht den Block zerstören. Und aufpassen auf die Feuersticks. Scharf. Ach du heilige Scheiße, da oben ist ja auch noch eine Kugel. Gut, mal sehen, was Morten macht. Bestimmt irgendwas Dummes. Das würde nur zu Morten passen. Ich sag doch irgendwas Dummes. Aber wie muss ich sagen, wird irgendwie Morten auch immer dümmer. Also hier zum Beispiel Paper Mario Color Splash. Oder Paper Mario oder Paper Jump Bros. Oh, Ludwig, mein Erzfeind. Ja, ich kann Ludwig nicht ab. Wann hat er auch noch die gleiche Frisur wie dieser Ludwig von Beethoven? So, das ist eine Wolkenwelt. Naja, bis zum nächsten Part von New Super Mario Bros. 2. Bis dann und ciao.